Jo Leute, willkommen zurück zu Plaguing Evolved. Passend zu Halloween habe ich mir ein Szenario rausgesucht. Und zwar wieder ein. Nee, im Moment kein offizielles. Ein benutzerdefiniertes Szenario. Das habe ich auch abonniert. Und zwar SCP 2376. SCPs, wer es nicht weiß, sind. Ja, Gegenstände, Wesen und Krankheiten, die angeblich auf der Welt existieren und die SCP, also das, die SCP Foundation, sammelt die angeblich ein und schließt die halt weg. Also bewahrt die auf. Da gibt es unzählig viele, also ich glaube über 2000 gibt es wirklich. Manche Zahlen sind, glaube ich, dazwischen nicht besetzt, deswegen muss ich sagen, über 2000 gibt es wirklich. Ich glaube, es sind sogar fast an die 3000, die es wirklich gibt. Und SCP 2376 ist, soweit ich weiß, von einer anderen SCP erschaffen worden, dem Seuchendoktor. Und ist eine Krankheit, logisch, wir spielen Plaguing. Das Ganze kann man sich nochmal durchlesen auf dem Link hier. Man kann auch einfach SCP Foundation eingeben. SCP bedeutet Secure Capture Protect Foundation. Und da kann man sich die dann raussuchen. 2376. So, wir starten das Ganze. Rote DNS, Nachahmer, Grenzüberschreitung, Widerstandsfähigkeit. Und ich nehme mal Symptome. Ich habe da nur Screenshots von gesehen, das heißt, es ist auch für mich jetzt das erste Mal, dass ich die spiele. Aber mal schauen. Sieht auch nach einer englischen aus, also keine deutsche Übersetzung. A sample SCP-2376 is transported to Area 12 for research and experiment. A test tube contained SCP-2376 is scattered while on its way to Area 12 and infected a nearby crow. But where did it break? Mit anderen Worten, die wollten das umlagern für ein paar Experimente, einen Zylinder damit, und dabei ist einer der Container zerbrochen und hat eine Krähe infiziert. So, wo ist der jetzt zerbrochen? Das müssten wir einmal herausfinden. Ich weiß nicht, wo die SCP sitzt, aber Krähen. Gehen wir nach Frankreich. Ist mir egal. So, befällt Frankreich. Oh, das finde ich sehr schön. Crow kann nicht zurückentwickelt werden. Common crows become obstacles to infection. Avian carriers increased infectivity, land transmission and mutation. Okay. Vögel, okay. Viehbestand. Okay. Okay. So, Symptome haben wir hier. Vertigo, Dizziness followed by feelings that nearby objects are moving. Man hat das Gefühl, dass man. Oder man hat so ein Schwindelgefühl und hat das Gefühl, dass die. Dass sich die Umgebung, also Gegenstände in der Umgebung, bewegen. Fieber. Ist halt Fieber. Lähmung, SCP Damage, Motor, Neurons, and causes paralysis in certain parts. Significant harder to cure and can be lethal. Wow, wir sind jetzt schon tödlich. Okay, das wird super. Scarecrow Strain. Causes subjects to patients as scarecrows. Increase less. Honestly, as patients are likely to be thrown away, they cannot be heard. Vocalizations, okay. Was ist das denn? Become a effect. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir starten erstmal. Mal gucken. So ein paar Leute müssten wir mal infizieren, damit wir ein paar Punkte kriegen. Kanadier feiern
Herbert-Abkommen, okay. Hey, Herbert-Abkommen. A new deadlier strain of SCP-2376 now exists. Patients can be received as mannequins by nearby subjects. Unlocks more lethal symptoms and increases lethality. Ich habe das gesehen in einem Screenshot. Hier gibt's auch nochmal einen ganzen Part. Es kann sein, dass der erst durch diese Fähigkeit freigeschaltet wird. Aber wir werden erstmal resistenter. Und, ja. Schauen wir mal. Fest der Liebe in Frankreich. Die küssen sich jetzt erstmal alle. Husten können wir so, mutieren. Wir sind sowieso schon tödlich, also von daher ist es nicht so, nicht so tragisch. Ganz ehrlich. Übertragung. Einmal da, einmal da. Und ja, dann machen wir erstmal weiter. So. Ja, in 2 Tagen ist ja Halloween. Was mich mal interessieren würde, habt ihr Angst vor diesen komischen Horrorclowns? Weil ich habe das jetzt öfter schon mitbekommen, dass auch bei mir im Bekanntenkreis einige Leute da Angst vor diesen Horrorclowns haben, dass die jetzt an Halloween rumgehen auch. Anfälle sind mutiert. Ist nicht ganz so tragisch. Die brauchen wir erstmal nicht. Wir gehen da drauf. Wow. Cause a swarm to attack humans increasing. Die greifen den dann an, okay. Okay, cool. Ich muss ehrlich gesagt sagen, da ich immer ein sehr, sehr scharfes Messer und Pfefferspray in meiner Tasche mittrage, habe ich nicht so wirklich Angst. Ich mache mir eher Sorgen darum, was da mit den Leuten passiert, wenn die mich da meinen, erschrecken zu müssen. Ich meine, da gab es doch auch jetzt sogar einen Fall, wo ein 14-Jähriger einen 16-Jährigen fast totgestochen hätte, weil der 16-Jährige ihn erschrecken wollte. Ich sag mal so, ich habe da kein Mitleid mit. Absolut nicht. Also, klar, in Deutschland wird jetzt erst noch die Schuldfrage geklärt, aber ganz ehrlich, ich habe es gehört, dass die jetzt angefangen hat, die Forschung. Das heißt, wir gehen mal hier lang, machen das noch und sind dann erstmal fertig. Aber ich sag mal so, ich würde an unserem deutschen Rechtsstaat zweifeln, wenn die den irgendwie verknacken werden. Sorry, dann würde ich bei uns wirklich am Rechtsstaat zweifeln. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Hä? Nein, das war nicht hier. Bei mir. Okay. Ich weiß nicht, was das gerade war, Leute. Sorry. So, da können wir einmal rüber. Wir können das einmal machen. Wir können das einmal machen. Ja, hier haben wir es doch schon. Bestimmte Wege werden durch verletztes Gewebe unmöglich. Senkt Ansteckungsgefahr, ist aber äußerst schwer zu heilen. Liver became scarred and damaged, causing skin to turn yellow and can be lethal. Also die Leber wird halt geschädigt und dann läuft ihr gelb an. Es ist sogar, ich glaube, medizinisch gesehen richtig. Blutiger Husten, ausgelöst durch entzündete Bronchien, erhöht Ansteckungsgefahr und kann sich in manchen Fällen als tödlich erweisen. Entzündete Bronchien können sehr tödlich sein, ja.
Aggression. Der Hypothalamus ist der Frontallappen, glaube ich. Wird angegriffen, was zu irrationalem Hass, Gewaltausbrüchen und vor allem gegen die Obrigkeit und nicht Infizierte führt. Okay. Sehr interessant. Und wir müssen echt gucken, dass wir jetzt erstmal nach Grönland reinkommen. Grönland bitte. Grönland bitte. Scheiße. Wir verlieren das. Achso, Madagaskar war auch schon zu. Wenn er keinen Bewegungsskill hat, dann bringt uns das alles nichts, weil wir jetzt tödlich werden und dementsprechend bringt uns das alles nichts. Ansteckungsgefahr kann lebensbedrohliches Fieber auslösen. Klingt cool. Really causes surf disorientation, surgical impulses to the host. Aha, okay. Blutiger Husten. Lungenblutung. Boah, das klingt echt ekelhaft alles. Okay. Boah, ey. Vollständiges Organversagen, ja. Hirntod. So. Welt. Ich denke mal, das dürften wir jetzt ziemlich schnell verloren haben. Weil wir sind auf den ganzen Inseln nicht drin. Karibik sind wir nicht drin, Grönland sind wir nicht drin, Madagaskar sind wir nicht drin, Philippinen sind wir nicht drin und Neuguinea sind wir nicht drin. Ist halt einfach. Da sind wir einfach zu schnell tot. Aber da killen wir jetzt zu schnell alles. Aber ich muss sagen, ich finde das Szenario ziemlich interessant. Auch wenn ich es jetzt leider Gottes verloren habe, hat alle seine Wirte getötet. Einige gesunde Menschen überlebten. Auch wenn ich das verloren habe, fand ich, war das ein ziemlich interessantes Szenario. Man muss da wirklich aufpassen, das Ding ist ja von Anfang an tödlich. Das heißt, man wird super schnell entdeckt und man muss zusehen, dass man da auf die letzten Inseln halt kommt. Aber ich sag mal, das war eigentlich ein sehr schönes Szenario, muss man echt sagen. Und da ist auch viel Liebe reingesteckt worden, viele Sachen wurden danach geforscht und wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, lest euch mal die SCPs durch, ob es das jetzt wirklich gibt oder nicht, weil das ist keine belegte Quelle, auch wenn die sehr seriös aussieht, aber das ist keine belegte Quelle. Aber ich persönlich finde, das ist ganz cool, das Szenario ist wirklich cool gemacht. Okay, Leute. In diesem Sinne wünsche ich euch ein Happy Halloween schon mal. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Plague Inc. oder woanders. Haut rein, ihr Lieben. Bis dann und ciao, ciao.